So. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich reite Holle in der Hallo ohne Sattel auf meinem wunderschönen Pferd. Bleibt dran. Also ich habe jetzt hier die Zöpfe aufgemacht, damit sie schön ist für euch. Ja, und die mussten auch wieder neu gemacht werden, weil wir machen ja immer den Zopf vorm Sattel, damit die Haare nicht unterm Sattel reiben und sonst brechen die sozusagen auch ab. Da machen wir immer so einen Zopf und da entstehen dann ja, so Löcher irgendwann zwischen den Haarsträhnen, aber in einem Zopf. Und wenn sie sich dann am Hals kratzt oder so mit dem Hinterhuf, dann kann sie da drin stecken bleiben und ja, das wäre nicht so gut. Da müssen sie im schlimmsten Fall eingeschläfert werden. Deswegen haben wir die heute neu gemacht. Ja. Genau, deswegen muss man, wenn man so ein Pferdchen hat mit so schöner langer Mähne, auch die Zöpfe wirklich pflegen. Und da eben aufpassen, dass keine solchen Schlaufen entstehen. Ja, warum eigentlich Zöpfe so, ne? Ja. Man kann die auch einfach offen lassen. Aber erstens, sie sind schön lockig. Und zweitens, wenn sie auch so sind, dann schuppern sich Pferde auch manchmal und... Ja, mich juckt nur eine Fliege, warte da. Ach so, ich dachte so, nein. Doch. Dann schuppern sich Pferde manchmal oder auch, also es muss nicht immer da oben sein, es kann auch mal hier unten sein. Und sonst würden hier die ganzen Haare abbrechen, dann wären die Haare hier so lang, dann so und dann wieder so lang. Ja, und was ist noch ein Grund im Sommer? Sie schwitzen ohne Ende. Ja, die will loslegen, die Sternschnuppe. Mach jetzt weiter, Mutti. Ja. Ich war heute übrigens auch ganz fleißig, liebe Lea, wo war ich? Baggerfahren. Ich war beim Baggerfahren und wir bereiten ja den neuen Offenstall vor, der da hinten gebaut wird. Und wie das aussieht, das zeige ich dir jetzt. Servus Leute, ich bin hier in meinem Bagger und ich habe hier schon schön Kram gebaggert. Da kommt neues Wasser und neuer Strom für den neuen Offenstall, den ihr da hinten auch schon erkennen könnt. Es geht weiter. Es ist schon ganz spät, wir haben heute geackert wie die Doofen und ich mache trotzdem heute noch mal eine Spätschicht, jetzt ist 6 Uhr nach dem Abendessen, damit wir das irgendwann fertig kriegen. Und jetzt muss ich erstmal das ganze Holz hinter der Hütte wegschaufeln und los geht's. So Leute, jetzt ist Sternschnuppes Paddock dran, da kommt dann mal die Sternschnuppe rein und ich entferne hier noch ein bisschen den Dreck, damit man es wieder richtig schön machen kann. Und dann hoffe ich, dass Sternschnuppe das zu schätzen weiß. Wir haben Zuschauer für unseren Bau. Das ist das Wasserrohr und daneben das große Schwarze ist dann das Elektrorohr und das geht dann da lang in den Offenstall. Unser Einhorn, Sternschnuppe. Oh, I have a pony. Oh, a beautiful pony. Ja.
Oh, wie sie sich freut. Schau, sie will da reinspringen. Ja, was für ein Leckerli dabei habe. Zum Steigen und Ausbremsen. Ja, also wir haben immer ein Leckerchen dabei fürs Trensen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber das ist natürlich mega gut, weil so hat Stern schon bei einfach super viel Lust auf die Trense. Ihr seht es schon, guck mal. Sie will schon direkt an Lea vorbei in die Trense rein und zack, seht ihr das, wie das funktioniert. Und das ist wirklich nur eine Trainingssache und für uns ist einfach wichtig, dass sie Spaß dabei hat, dass sie es gerne macht. Und so könnt ihr das auch trainieren. Oh nein, ich bin viel zu spät. Ja, das stimmt. Also eigentlich muss man innerhalb einer Sekunde den Apfel parat haben und dann füttern, damit es auch wirklich eine Verbindung hat. Ansonsten kann sie es nicht mehr verbinden mit dem Trense ins Maul nehmen. Genau. Ja. Und wir machen das nach dem Trensen, nach dem Aufsteigen und weil ich also springen mag, wenn sie es richtig gut gemacht, so nach einem Hindernis. Weil dann lernt sie auch, juppie, springen. Ist gut. Ihr habt uns noch gefragt, wie lang man ein Pferd, wenn es schwanger ist, also trächtig ist, reiten kann. Oh, sorry, die hätten mich fast getroffen. Lea hätte mich einfach gerade mal fast erschlagen hier. Ich stand hier und dann hat sie das weggezogen und dann wäre mir fast die Patschen auf den Kopf geknallt. Aber wir haben nochmal Glück gehabt. Was baust du dir denn da so auf? Also Lea macht sich heute einen Parcours mit dem Pferd und sie möchte heute mal ohne Sattel reiten. Und dann schauen wir mal, wie der Parcours wird. Jetzt stellt sie sich noch blaue Hütchen auf. Aha. Und gelb. Ach, gelb. Gelb. Und Lea möchte heute ohne Sattel reiten. Ihr seht das schon. Kein Sattel auf Sternschnuppe. Schult natürlich ungemein das Gleichgewicht. Wir sind gespannt, wie das heute ausschaut. Und Lea möchte euch noch was sagen. Heute auf der Koppel habe ich ein bisschen lange gebraucht. Ich hatte Sternschnuppe noch nicht das Hälfte auf und dachte mir, ach, wir haben auf der Koppel so einen schönen Hang. Also der ist halt einfach so ein Hang. Und dann stand die Sternschnuppe hier und da kann man perfekt raufspringen. Ich habe es aber immer um 3 cm nicht geschafft. Das wird schon noch, Schätzelein. Ja, der Balti ist ja auch da hinten. Balti dreht seine Runde schon hier. Ah ja, Balti frisst ganz gerne mal was vom Misthaufen. Der Balti. Balti! Jetzt komm mal hier! Ja! Jetzt komm her, der Wussel! Und los geht's! Yeah, kann ich nochmal nachgurten. Hahaha. Ich wäre fast drauf reingefallen. Dann komm mal her. Mach ich dir gerade. Das war nur eine Verarschung. Ich habe gefilmt. Ja, im Trab rein. Sehr gut. Oh, das wird aber auch schwer. Ja. Im Trab rein wird es schwierig. Versuch mit den Beinen mehr zu lenken. Ja, super. Sie ist drin. Sehr gut. Das ist doch was Gutes mit der Gerte, wofür man die Gerte benutzen kann. Wir können auch irgendwann mal die Bälle nehmen, die Tennisbälle, die ich alle habe, und damit eine Challenge machen, die Tennisball-Challenge. Ja, das war jetzt leicht, ja, als ich es davor schon geschafft habe.
Sehr gut. Feiner Baldi, der Baldi macht hier mit, der macht nämlich den Hufschlag gerade wieder rein. Kennt ihr das, wenn der Hufschlag sich auf der Seite hier so nach oben wellt, weil man zu viel vorbeigeritten ist? Und da muss man den Hufschlag wieder reinziehen. Balti liebt es einfach, wenn er solche Kuhlen hat. Auch wenn er Erde hat, dann macht er sich immer solche Kuhlen und legt sich dann da rein. Da hinten kommt die Lea. Und jetzt reitet sie im Trab um die Hütchen. Schauen wir mal, ob sie es schafft. Gerade eben hat sie zwei auf einmal nehmen müssen, weil die so eng stehen, dass es wirklich schwer ist. Boah. Das war nix. Das probieren wir noch mal. Okay, next try. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das war jetzt schwierig, das ist ja selber... Oh, okay. Vierter Versuch. Den einen habt ihr nicht gesehen, da hat es auch nicht geklappt. Oh, ja. Hey, Sieger. Super, klasse. High five. Oh, wo sie recht hat, hat sie recht. Ach du Scheiße, da sieht man mal. Ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet. Aber warum so schwarz? Naja, egal. Meine nächste Challenge, bitte. Seitlich über das Gelbe. Seitlich über das Gelbe. Also also zwischen den Füßen, also ja. Vorder- und den Hinterfüßen. Ja, Sophie. Und das einmal links, nach links weichen und einmal nach rechts weichen. Und brrr. Halt. Genau. Das ist schon mal der erste Schritt. Sehr gut. Und jetzt würde ich nach, also das leichtere Seite, da wo es kürzer ist. Also rechts treiben, rechten Schenkel weichen. Da musst halt jetzt langsam machen, Schritt für Schritt. Ein bisschen wackeln. Na, vorne mehr halten. Das war jetzt dein Fehler. Hättest du mehr halten müssen schon in dem Moment. Gehst wieder einen Schritt zurück und lobst sie. Genau, dann probierst du es nochmal. Immer gleich die kleinen Schritte, die sie richtig macht, belohnen. Genau. Vorne halten. Ja, gut. Seit. Du musst sagst gleich seit. Seit. Gut. Ja, du hast richtig gemacht. Jetzt nochmal drei. Ja. Und jetzt läufst du nochmal bis zur Bande seit, dass sie lernt, was sie machen soll. Noch ein bisschen. Und du guckst dahin, wo du hinreiten willst. Du willst ja nach drüben reiten. Du musst nach links gucken, an die Bande, da wo du hin willst. Ja, aber jetzt hat sie es super gemacht und du hast sie nicht belohnt. Der letzte Schritt war jetzt genau richtig von ihr und da war jetzt zu wenig Bestätigung. Da kannst du ihr nochmal richtig sagen, fein! Genau. Oder einfach locker lassen den Zügel. Einfach, dass sie weiß, genau das wollten wir. Das konntest du jetzt nicht checken. Aus deiner Reaktion, dass das jetzt genau das war. Also, nochmal. Ja, jetzt war's super. Jetzt war's sehr gut. Und wir grüßen noch ganz herzlich Stella, Amalia, Alma, Annika, Jonna, Julia, Marilu. Also, hi! Feine Maus! Jawohl! Super! Super, fein, die kommt gleich zu mir. Lass sie mal. Ja, die kommt zu mir, die Maus. Uah, nicht mich überreiten. Lass sie mal. Also, wieder ein bisschen rückwärts. Ja, schön, wenn du mir deine Füßchen zeigst. Hey, ich dachte, wir müssen das so machen. Ja, total. Nicht. Also, die Westernreiter machen das so, aber die Englischreiter lassen die Füßchen weiter hinten. Sternschnuppe schläft einfach gerade fast ein, weil sie jetzt doch so viel auf der Koppel ist. Die ist ja Tag und Nacht jetzt mittlerweile auf der Koppel. Und wir haben jetzt gerade entschieden, dass sie einfach mal noch eine Massageeinheit kriegt. Und Lea hat sich umgedreht dafür und jetzt krault sie sie einfach mal eine Viertelstunde. Ich pups jetzt noch mal so. Hey, du hast halt einfach gerade gesagt. Man denkt so, okay, Pups, ja, cool. Deren Pups ist Ding. Ja, Sternschnuppe ist Pupse stinken. So, jetzt ist vorbei. Jetzt kannst du sie nochmal kraulen. Sternschnuppe schläft. Oh, wie schön. Und das ist eben sowas, wenn ihr merkt, euer Pferd ist einfach K.O. müde, dann kann man einfach am nächsten Tag wieder was Wildes machen
und an dem Tag sie einfach nur massieren. Und die Mutti kommt jetzt auch mit dazu zum Massieren. Sternschnuppe guckt gerade mal hier die Gassen an und will vielleicht noch eine haben. Sie findet halt nur Gelb nicht so schön. Du hättest ihr besser eine blaue aufdecken sollen. Aufdecken. Aufdecken, auf den Tisch. Ja, aufdecken. Ja, sie frisst den ja, ne? Ja. Lecker schmeckt die Gasse. Lecker. Oh, lecker. So lecker ist die Gasse. Ja, du hättest gerne blaue, siehst du? Ist ihre Zustimmung, gell, Sternschnuppe? Klar. Ja, guck, siehst du? Siehst du, sie kommt zu mir. Siehst du, sie kommt zu mir. Boah, sie hat mir gepupst. Was? Sie hat mir gepupst. Ja, das macht sie zu dir. Ja. Vorne zu mir, hinten zu dir. Man sieht immer nur den dünnen Hals und jetzt den fetten. Und jetzt Pups. Wie hart die bitte. Und ihr habt uns noch gefragt, wie lang man ein Pferd, wenn es schwanger ist, also trächtig ist, reiten kann. Es ist ja so, in der Natur laufen die Pferde, auch wenn sie trächtig sind, sehr weite Strecken, bis zu ja auch 100 Kilometer, in der Regel am Tag ca. 30 bis 50 Kilometer. Und letztendlich ist die Bewegung selber und auch Galoppieren und eben Rumhopsen überhaupt kein Problem. Auch sie selber, die Sternschnuppe selber, hopst den ganzen Tag rum. Aber es ist einfach so, dass man trotzdem gucken muss, ob das Pferd einfach müder ist. Weil natürlich ist eine Schwangerschaft auch anstrengend. Und dementsprechend solltet ihr natürlich euer Pferd immer genau beobachten. Und wenn ihr merkt, dass es sehr, sehr müde ist, dann solltet ihr natürlich auch einfach aufhören. Also deswegen dürft ihr euer Pferd wirklich sehr, sehr lange reiten. Ja, genau. Also das ist die Antwort dazu. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und abonniert. Ja, abonniert. Abonnieren ist immer gut. Ja, immer gut. Wir drücken die Glocke. Und drückt die Glocke, damit ihr mehr über unseren Kanal erfahrt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.